Die 10 ungewöhnlichsten Hühnerrassen, die es wirklich gibt. Von drachenähnlichen Hühnern, die in Vietnam als Spezialität serviert werden, bis hin zu einer Hühnerrasse, die angeblich schwarze Eier legt. Das sind die 10 ungewöhnlichsten Hühnerrassen, die es wirklich gibt. Lass uns loslegen. Nummer 10. Dong Tao Huhn. Der erste auf unserer Liste ist das Dong Tao Huhn, auch bekannt als das Drachenhuhn. Das ist eine seltene und exotische Hühnerrasse, die in Vietnam beheimatet ist. Diese Rasse ist bekannt für ihre großen und markanten Beine und Füße, die viel dicker sind als die anderer Hühnerrassen. Sie sind sogar so groß und stark, dass sie denen eines kleinen Drachens ähneln. Das Dong Tao Huhn hat ein einzigartiges Aussehen, mit einem kurzen, runden Körper und einem kleinen Kopf. Die Rasse hat einen langen, spitzen Schwanz und einen kleinen Kamm auf dem Kopf. Sie haben ein einzigartiges Federmuster mit Federn an den Beinen und Füßen, was einer der Gründe dafür ist, dass sie als Drachenhühner bekannt sind. Das Gefieder des Dong Tao Huhns ist normalerweise schwarz oder dunkelgrün und hat einen metallischen Glanz. Das Dong Tao Huhn ist für seine Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten bekannt, was es zu einer guten Wahl für Landwirte in Vietnam macht. Außerdem gilt es in Vietnam als Delikatesse und wird oft in traditionellen Gerichten serviert. Nummer 9. Seidenhühner. Aber bleiben wir nicht bei den leckeren vietnamesischen Hühnern, sondern wenden wir uns lieber etwas anderem zu. Seidenhühner sind eine Hühnerrasse, die für ihr flauschiges und weiches Gefieder bekannt ist, das an Seide erinnert und ihnen ihren Namen gab. Sie sind auch bekannt für ihre schwarze oder blaue Haut, ihre Knochen und ihr Fleisch, sowie für ihre 5 Zehen an jedem Fuß. Die meisten Hühner haben nur 4. Silkies gehören zu den Bantam-Hühnern, das heißt, sie sind kleiner als die meisten Hühnerrassen. Sie sind für ihr gutmütiges und freundliches Wesen bekannt, was sie zu einer beliebten Wahl für Hofhaltung und als Haustiere macht. Silkies gibt es in vielen verschiedenen Farben, darunter weiß, schwarz, blau und Rebhuhn. Sie haben ein einzigartiges Aussehen, das oft wie ein Flaumknäuel aussieht. Außerdem haben sie einen Federkamm auf dem Kopf, einen Bart aus Federn am Kinn und einen Federpuschel um die Ohren. Silkies haben kleine, flauschige Schwänze und kurze, runde Körper. Sie sind außerdem für ihre Brutfreudigkeit bekannt, was bedeutet, dass sie ein starkes Verlangen haben, auf Eiern zu sitzen und diese auszubrüten. Das macht sie auch zu einer beliebten Wahl für Zuchtprogramme. Sie sind auch gute Pflegemütter für andere Hühnerrassen. Wie cool ist das denn? Nummer 8. Hudan. Asien ist nicht die einzige Region, die stolz auf ihre Hühner sein kann. Das Hudan-Huhn ist eine Rasse, die aus Hudan, einer kleinen Stadt in Nordfrankreich, stammt. Sie sind bekannt für ihren charakteristischen Schopf und ihre Ohren. Sie sind sehr ungewöhnlich, denn sie haben 5 Zehen an jedem Fuß, ein Merkmal, das sie mit dem Silky teilen. Das Hudan hat ein einzigartiges Aussehen mit einem wohlgerundeten und vollen Körper, einem kleinen Kopf und einem kleinen Kamm. Es gibt sie in verschiedenen Farbmustern, darunter schwarz, weiß und gefleckt. Sie gelten als Zweinutzungsrasse, das heißt, sie eignen sich sowohl für die Eierproduktion als auch für die Fleischproduktion. Das Hudan ist eine relativ langsam wachsende Rasse, aber sie sind bekannt für ihre gute Eierproduktion, die durchschnittlich 150 bis 180 Eier pro Jahr beträgt. Nummer 7. Weißes Sultanhuhn. Das weiße Sultan ist eine Hühnerrasse, die für ihr weißes Gefieder und ihre Größe bekannt ist. Wie das Hudan ist auch das weiße Sultan eine Zweinutzungsrasse. Sie sind für ihr gutmütiges Temperament und ihre Widerstandsfähigkeit bekannt, was sie zu einer beliebten Wahl für die Hühnerhaltung macht. Sie sind auch gute Leger für braune Eier. Die Rasse ist eine Kreuzung zwischen einem Rhode Island Red und einem White Plymouth Rock. Das weiße Sultanhuhn ist eine alte Rasse, die für ihre gute Fleischqualität und hohe Eierproduktion bekannt ist. Insgesamt sind sie beide schön und ihr Geld wert. Nummer 6. Lakenfelderhuhn. Aber nicht alle Hühner sind weiß.
Lakenfelder ist eine Hühnerrasse, die für ihr auffallend schwarz-weißes Gefieder bekannt ist. Die Rasse ist nach der niederländischen Stadt Lakenfeld benannt, in der sie entwickelt wurde. Lakenfelder gelten als selten und sind für ihr schönes Federmuster mit weißem Kopf und Schwanz, schwarzem Körper und weißen Flügeln bekannt. Diese Hühner sind für ihre Widerstandsfähigkeit, ihre gute Eierproduktion und ihr gutmütiges Temperament bekannt. Lakenfelder sind klein bis mittelgroß und legen weiße Eier. Sie gelten auch als gute Zweinutzungsrasse. Also ja, du kannst dieses schöne Huhn essen, wenn du es später nicht bereust. Nummer 5. Olandska Zwerghuhn. Dieses Zwerghuhn ist eine Hühnerrasse, die für ihre geringe Größe, ihre Widerstandsfähigkeit und ihr freundliches Wesen bekannt ist. Die Rasse stammt von der schwedischen Insel Åland, daher auch der Name. Sie haben einen runden, kompakten Körper und einen kleinen Kopf mit einem einzelnen Kamm. Ihr Gefieder ist typischerweise rot oder schwarz mit weißen oder silbernen Schnüren. Ihre Beine und Füße sind kurz und sie haben einen kurzen Schwanz. Ihre geringe Größe, die runde Körperform und das auffällig schwarz-rote Gefieder mit weißen oder silbernen Schnüren sind die wichtigsten Merkmale dieser Rasse. Olandska Zwerghühner sind von Natur aus freundlich und gutmütig, weshalb sie sich hervorragend für die Zucht eignen und sowohl Fleisch als auch Eier liefern. Nummer 4. Paduaner. Als nächstes haben wir das atemberaubende Paduaner-Huhn, das wie die Lakenfelder-Rasse für sein auffällig schwarz-weißes Gefieder, seine geringe Größe und seine gute Eierproduktion bekannt ist. Die Rasse stammt aus der Region Padua in Italien, daher der Name. Sie gelten als kleine Bantam-Rasse, die widerstandsfähig und leicht zu halten ist. Sie sind für ihr gutmütiges Temperament bekannt, was sie zu einer beliebten Wahl für die Hühnerhaltung im Hinterhof macht. Sie legen kleine weiße Eier und sind auch gute Futtersammler. Sie gelten als eine seltene Rasse, die sich gut für die Freilandhaltung eignet. Sieh dir nur diese Schönheit an. Nummer 3. Amrock. Auch Amerika hat etwas vorzuweisen. Amrocks, auch bekannt als American Gamefowl oder American Game, ist eine Hühnerrasse, die in den Vereinigten Staaten speziell für Hahnenkämpfe entwickelt wurde. Sie sind bekannt für ihre Widerstandsfähigkeit, ihr aggressives Temperament und ihren starken Willen zu kämpfen. Sie sind groß und haben lange, schlanke Körper, kleine Köpfe und lange, dünne Schwänze. Sie sind dunkelrot oder schwarz gefärbt und haben sehr harte und glänzende Federn, was sie besonders auffällig macht. Wie du dir sicher vorstellen kannst, werden sie in der Regel nicht als Hofhühner gehalten und gelten nicht als Rasse für die Eier- oder Fleischproduktion. Sie gelten ausschließlich als Kampfhühner und sind in vielen Staaten und Ländern illegal zu halten oder zu züchten. Hältst du Hahnenkämpfe für eine gute oder schlechte Sache? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren mit. Nummer 2. Legbar. Kommen wir nun zu etwas Angenehmerem. Das Legbar-Huhn ist eine Hühnerrasse, die im frühen 20. Jahrhundert in England entwickelt wurde. Die Rasse ist dafür bekannt, dass sie, du wirst es nicht glauben, blaue Eier legt. Ja, richtig gehört. Sie gehören zu den mittelgroßen Vögeln, wobei die Männchen in der Regel etwa 3 Kilogramm wiegen und einen schlanken, eleganten Körper und einen kleinen Kopf mit einem einzelnen Kamm haben. Ihr Gefieder ist typischerweise blau-grün, Gold oder Silber und sie haben einen langen Schwanz. Diese seltenen Hühner sind in jeder Hinsicht unglaublich und ihre blauen Eier sind definitiv etwas, das man nicht jeden Tag zu sehen bekommt. Nummer 1. Ayam Kemani und schwarze Eier. Unser Vorschaubild des Tages zeigt das unglaubliche Ayam Kemani-Huhn. Diese Rasse ist aus mehreren Gründen berühmt, unter anderem wegen ihrer unverwechselbaren schwarzen Färbung. Diese in Indonesien beheimatete Hühnerrasse soll die Fähigkeit haben, schwarze Eier zu legen. Aber ist das wirklich so? Mit ihren schlanken, eleganten Körpern und einkämmigen Köpfen sind diese Hühner wirklich etwas, das Bewunderung verdient. Wie dem auch sei, das Legen von schwarzen Eiern könnte tatsächlich nur ein Mythos sein. Die Organe der Ayam Kemani sind aufgrund einer genetischen Erkrankung namens Fibromelanose schwarz, aber ihr Eigelb ist gelb, wie bei allen anderen Hühnern auf der Welt.
Ayam Kemani gelten als exotische Rasse und werden hauptsächlich von Vogelliebhabern und Sammlern gehalten. Da diese Hühnerrasse so einzigartig ist, gilt sie als Statussymbol und ist dementsprechend teuer. Wenn du dir also ein Ayam Kemani zulegen willst, solltest du dein Bankkonto darauf vorbereiten. Welche Hühnerrasse hat dir im heutigen Video am besten gefallen? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit und abonniere unseren Kanal für weitere unglaubliche Tiervideos.